Hallo und willkommen zurück zu Pokémon, die Feuerrote Edition. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal jetzt so lang sagen werde. Vielleicht sage ich einfach Pokémon. Innerhalb der Reihen wissen wir ja, wo wir uns bewegen. Und aktuell mache ich ja nur die eine Pokémon-Reihe. Das soll dann auch reichen. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen eine Karte holen von Kevins Mama. Die sollte uns zwar keine geben, aber da liegt sie schon. Also die Karte, nicht die Mama. Opa hat dich um einen Botengang gebeten? Hier, das wird dir weiterhelfen. Lukas erhält eine Karte. Dankeschön. Lukas packt Karte in Basis-Item-Tasche. Benutze die Karte, um deinen Standort zu bestimmen. Ist das die Schwester von Kevin oder die Mutter? Die hatte Opa gesagt, das irritiert mich. Dachte immer, das wäre die Mutter. Ist vielleicht die Schwester. Ist egal, für unseren Zweck irrelevant. So. Schön nach oben, schön nach oben. Ach, wir können ja Pokémon fangen. Das brauche ich nicht unbedingt. Ah, so ein schönes Taubsi holen wir uns jetzt. Einmal die Feuersbrunst rauslassen. Boah. Ein Glück haben wir letztes Mal schon ein bisschen trainiert gehabt. So, Taubsi, Taubsi, Taubsi. Du bist kein Taubsi. Die mag ich nicht. Aber fangen muss man dich wahrscheinlich trotzdem. Na, dann kratzt mal das einfach mal ein bisschen. Toll. Das wollte nicht gefangen werden. Sei es drum. So, probieren wir es vielleicht hier unten nochmal. Gutes Gebiet für Taubsis. Leck mich doch. Verzeihung. Ja, schon wieder ein Radfratz. Warum auch immer. Das können wir aber fangen. Werd es bei der nächstbesten Gelegenheit aber eintauschen gegen ein vernünftiges Pokémon. Ja. Ah, die Pokébälle sehen ein bisschen komisch aus mit dem Filter. Aber ist egal. Besser als ohne, haben wir ja letztes Mal gesehen. Yay, neuer Eintrag im Pokédex. Seine Reißzähne sind lang und scharf. Da sie ständig wachsen, nagt es immerzu an etwas, um sie abzuwetzen. Nein, kein Spitzname für die Ratte. Also für diese nicht. Gibt auch süße Ratten. Das ist keine. Persönliche Meinung. Objektive persönliche Meinung. So. Taubsi, her mit dir. Kratzer. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Einmal noch, damit es geschwächt. Okay. Was soll's? Dann gehen wir ein bisschen weiter. Weiter oben sind meistens, oder weiter in Story Progression sind meistens bessere Pokémon. Haben wir nochmal die Chance. Noch eins. Ein Level 2, das will ich nicht. Muss ich ja so lange trainieren. Das fackeln wir einmal ab. Ich will mindestens Level 3. Das macht im Prinzip keinen Unterschied, aber was soll's. So, wir sind einmal aufgestiegen. So soll das sein. Komm schon. Gutes Taubsi. Ja, Level 3. Das muss reichen. So, einmal Glut in der Hoffnung, dass es nicht abfackelt. Tut mir leid, manchmal unterschätze ich meine eigene Stärke. Na gut, dann machen wir weiter. Ich glaube aber, Kevin lauert uns auf. Nee, noch nicht, okay. War vielleicht ein anderes Spiel, das ich gerade im Kopf habe. Hab auf jeden Fall das Gefühl, dass wir irgendwann so richtig den Hintern voll bekommen. Willkommen im Pokémon Center. Also, das wollte ich ja nicht mehr. Ich hämmer jetzt einfach nur, dass die unsere Pokémon heilt. Ja, ist das nicht schön? Im Laden können wir hoffentlich schon neue Sachen kaufen. Hoffentlich habe ich auch Geld. Kaufen. Pokéball. So viel, wie du mir geben kannst. 15 Stück. Dankeschön. Immer das Wichtigste. So. Dann schauen wir mal, ob der Opa da oben seinen Kaffee inzwischen bekommen hat. Sonst wird das echt... Anscheinend ja.
Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Bertania-Wald gehen. Text ist mir immer noch ein bisschen zu langsam. Ich könnte ja auch warten, bis er dran steht. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Nee, alles gut, Opa. Wo hat der das Hornlio her? Vielleicht in der Gefängnisbrieftasche? Also ich mach grad nix, der Opa ist hier am Zug. Ich darf nur zusehen. Der alte Mann wirft einen Pokéball. Ui, doll. Toll, Hornlio wurde gefangen. Schön für dich, alter Mann. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Leerkanal erhalten. Den stecken wir in die Basis-Item-Tasche. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Was? Beruf? Ich werd bezahlt. Yay. Ab in die Arena. Bertania City Pokémon Arena. Diese Pokémon Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arena-Leiter sein mag. Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage ist, kommen wir rein, obwohl sie geschlossen ist? Und die Antwort ist, die Türen der Arena sind verschlossen. Tja, wer hätte damit gerechnet? So, können wir jetzt nach oben gehen? Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Naja, so ungefähr ist es richtig. Route 2, Bertania City nach Marmoria City. Ich hoffe, ich lese die Städtenamen richtig. Ich überfliege die nur und hoffe, dass meine Erinnerung richtig ist, wie die heißen. Jetzt aber Pokémon. Sobald Kevin ankommt und mich anpöbelt, haben wir schlechte Karten. Ja, noch ein Radfratz. Sogar ein schlechtes. So was Doofes. Ja, mit den EP. Komm schon. Taubsi. Spiel, was da los? Nicht mein Rattentag heute. Oh, wir sind ja bald Level 10. Bald Level 11. Das löppt ja. Okay, ich habe die Schnauze voll von dem Grasfeld. Das ist ja voller... Ja, da muss man Kammerjäger rufen. So viel ist sicher. Ah, zum Trainieren ganz gut. Wir gehen einfach weiter. Auf den Taubsi müssen wir halt noch ein bisschen warten. Es gibt auch noch andere Grasbüsche, die Taubsis beinhalten. Hast du schon einen Radfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Du gehst in den Bertania-Wald. Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Vielen Dank für die freundlichen Tipps. Und eine Zwischensequenz. Ein Käfersammler. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Na gut. Dann kriegen wir hier hoffentlich ein bisschen was. Vielleicht so ein nettes Hornlio. Oh, ein Pikachu. Her damit. Das nehme ich ein bisschen ernster. Wildes Pikachu haben. Radfratz, raus mit dir. Dein Biss soll ja so heftig sein. Zeig mal, was du kannst. Oh, sei doch nicht paralysiert. Du sollst tackeln. Alter. Komm schon. Dann werf mal einfach mal so einen... wollte einfach so einen Pokéball werfen. Funktioniert bei den Niedriglevel... bei den Pokémon mit einem niedrigen Level auch überraschend gut.
Schauen wir mal, komm schon. Komm schon! Ja, Pikachu. Das ist vor allem hilfreich gegen das Shiggy von Kevin. Pikachu. Es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität, mit Strom gefüllt sind. Bei Gefahr entlädt es sie. Nein. Pikachu ist der perfekte Name. Jö. Mehr Pokémon. Mehr Pokémon. Da ist noch ein Schild. Ein Kukuna. Sogar Level 6. Her damit. Da sollte man kein Feuer drauf anbinden. Das mögen Käfer-Pokémon und Pflanzen-Pokémon nicht so. Das härtnert sich. Verstärkt seinen Panzer. Wir setzen einfach mal nochmal Kratzer ein. Und dann können wir, glaube ich, jetzt Glut einsetzen. Weil es hat sich zweimal abgehärtet. Ja, das ist sehr effektiv. Mensch, manchmal bin ich dämlich. Manchmal bin ich einfach dämlich. Ein Schild. Bei Vergiftung hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt. Ja, sehr schön. Habe ich aber keins mitgenommen. Hab nur Pokebälle. Ein Hornliu. Level 5. Ich habe meine Lektion mit dem Feuer gelernt. Mit dem Feuer spielt man nicht. Und man verwendet es nicht gegen Insekten-Pokémon. Oh nein, wir sind vergiftet. Das ist doch noch so nervig in dem Spiel. Ich glaube, jedes Mal, auch außerhalb des Kampfes, wenn wir einen Schritt laufen, zieht es ein HP ab. Aber wir haben das schön geschwächt. Oh, wir wurden verletzt durchs Gift. Pokéball, los mit dir. Fang uns das Hornliu. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir jetzt schon 4 Pokémon. Oh, ich habe leider das weggedrückt. Naja. Wenn Hornliu, wenn wir... Naja. Das Gift zeigt seine Wirkung. Ab ins Pokémon Center. Ja. Das war damals echt noch eine Herausforderung, wenn man vergiftet wurde. Vor allem, wenn das Poké-Center so weit weg ist. Und man denkt, man kann einfach 15 Pokébälle in dem Spiel kaufen, ohne negative Konsequenzen. Ah, ja, Glumanda ist gerade in ein Giftkoma gefallen. Das müssen wir kurz wieder aufpäppeln. Weil das ist unsere einzige Möglichkeit zu kämpfen, so wirklich. Ja, ja, ja. Einfach in die Maschine rein damit. Die halten was aus. Gut, Pokémon sind wieder topfit. Die wünsche ich, dass wir bald wieder vorbeikommen. Das heißt, dass unsere Pokémon wieder auf die Fresse bekommen. Das finde ich nicht sehr nett. Na gut, wieder ab in den Wald ohne Gegengift. Ich habe ja kein neues Geld bekommen aktuell. Deswegen, boah, müssen wir ein bisschen ranklutzen jetzt. Und uns am besten nicht von einem Giftstachel oder sonstiger Giftattacke treffen lassen. Viel leichter gesagt als getan. So. Jetzt gehen wir vielleicht mal rechts rum. Habe ich das schon gelesen? Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Danke, das will ich aber nicht. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Ja, ich habe auch eine Menge gekauft. Und wir haben einen Trank gefunden. Ein Raupi. Das will ich auch haben. Das vergiftet mich wieder. Ich könnte wetten. Nein, bis jetzt tackelt das nur. Ich versuche jetzt einen Pokéball zu werfen, bevor mir irgendwas Schlimmes passiert. Ja, komm schon. Sehr schön. Wir sind um ein Raupi reicher. Seine Haut ist grün. Beim Wachsen streift er sie ab und verpuppt sich in einem Seidenkokon. Nein. Ich bin nicht kreativ, was Spitznamen angeht. Pikachu. Wir haben schon eins, aber vielleicht sind dessen Werte besser. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass es mir egal ist.
Nein, paralysier mich nicht. Ah, ein Glück. Ich fange das trotzdem mal. Kann ich nachher in meiner Off-Time vergleichen. Falls es was bringt. Ey, noch ein Pikachu. Nein, auch hier kein Spitznamen. So, jetzt laufen wir aber mal weiter. Oh, der will tatsächlich kämpfen, der Arsch. Hey, nee. Hey, habe ich letzte Episode schon falsch gemacht. Hey, du hast doch auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Glaub sowas richtig. Hey. Ah, das ist ein kleines Kind. Eine Herausforderung von Käfersammler Baldur. Er schickt einen Hornlion in den Kampf. Ein Glück habe ich ein Feuer-Pokémon. Das ist sehr effektiv. Natürlich ist es das, das ist Feuer. Gegen alles hilfreich. So, jetzt haben wir schon Level 11. Nein, ich wollte doch meinen. Der will einen Raupi reinsetzen. Oh, nö. Wir haben keinen Vogel-Pokémon, also bleib mal bei Feuer. Immer schön bei dem, was effektiv bleibt, wenn ich drauf komme, was effektiv ist in der Situation. Bei Käfer und Pflanzen bin ich mir relativ sicher. Gut. Und weiter geht's. Wie viel Geld kriegen wir? Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Wir gewinnen 72 Poké-Dollar. Ich glaube, das reicht noch nicht für Gegengift. So. Hab doch schon Hornliu. Zum Kämpfen wird's reichen. Ja. Das muss ich gar nicht mehr großartig kommentieren. Der will auch kämpfen. Hey, ein Pokémon-Trainer. Es stiehlt sich nicht so einfach davon. Entschuldigung. Dachte, ich wäre so geheim. Ja, noch ein Käfersammler. Wie heißt der? Eusebius. Was für ein Name. Na gut, wieder ein Hornliu. Die steigen schon im Level, die Gegner. Das ist gut. Dann kriegt man nämlich mehr EP. Komm schon. Gleich haben wir Level 12. Nee, nicht wechseln. Moment nicht. Ich glaube, nach dem Kampf haben wir, obwohl sogar nach diesem kleinen Ding sollte man schon Level 12 bekommen. Ja, wunderbar. Werde stärker, Glumanda. Und ein Kukuna kommt noch in den Ring. Ja, das war ein einfacher Kampf. Es war einfach ein einfacher Kampf. Eusebius ist besiegt. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Wir gewinnen 84 Dollar. Poké-Dollar. Ist hier hinten noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht, das war nur, um dem Gras auszuweichen. Tipps für Trainer. Du kannst dein Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Oh, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Lukas hat Gegengift gefunden. Ich pack das in, glaub, die Anti-Gift-Tasche. Keine Ahnung. Ich hab's irgendwo hingesteckt. Weiter rein in den Wald. Hoffentlich was Gutes. Ein Raupi. Wenn wir genügend AP haben, können wir es platt machen. Ja, locker. Noch 19 Mal, jetzt 18 Mal könnten wir die Attacke einsetzen. Und wir one-shotten die Gegner ja gerade, also ist das hier echt relativ angenehm noch. Oh, der will bestimmt wieder kämpfen. Nee, will er nicht. Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ah, der war mit dem Rücken zu mir gedreht. Wollten mich doch bekämpfen, aber diesmal habe ich ihn angelabert. Der heißt Hilmar. Und der schickt einen Safcon raus. Safcon. Ich bleibe bei meiner Strategie, einfach Glut einzusetzen. Das hat sich in dem Wald bis jetzt bewährt. Und Level 13.
Metallklaue haben wir auch erlernt. Nö. Im Moment müssen wir nicht wechseln. Ja, ich weiß, dass das sehr effektiv ist. Komm, wir brauchen mehr EP. Vor allem sollte ich mal so einen Pikachu jetzt ein bisschen trainieren. Weil sobald Kevin mit seinem Shiggy ankommt, ist es nicht mehr ganz so angenehm für uns. Der ist ja immerhin effektiv gegen das Glumanda. Mein Pikachu ist doch noch so klein. Hat doch nur Level 2 oder 3. Oh, ich hab verloren. Wir gewinnen nochmal 84 Poké-Dollar. Ah, und da kommen wir dann rein. So, dann einmal noch hier durch die Grasfetzen laufen. Kokona haben wir noch nicht. Bekämpfen ist sinnlos. Ich bin ja eh viel zu stark. Pokéball. Wir müssen ja Professor Eich hier irgendwie noch glücklich machen in der Episode. Fuck. Jetzt die Wahl. Versuchen wir nochmal einen Pokéball oder greifen wir es an? Ich habe mich für Pokéball entschieden. Ah, das hat nicht funktioniert. Okay, das hat sich jetzt zweimal gehärtet. So ein kleiner, mini winziger Kratzer soll doch nichts ausmachen, oder? Ein kleines Mini... Oh, das geht sogar. So, bitte jetzt kein Volltreffer. Das mache ich gleich nochmal. Ein Volltreffer. Super. Super gemacht. Super gemacht hast du das, Glumanda. Ich wollte es doch fangen. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. In einem der früheren Spiele. Hey, warte, warum die Eile? Der heißt Rudolf. Mal sehen, ob er ein Rentier hat. Ja, zumindest was mit einer roten Nase. Passt zu seinem Namen, das Hornliu. Das war schon Level 9. Nein, so kurz vor Level 14. Uff, du bist so gut. Ich gebe auf. Wir gewinnen 108 Poké-Dollar. Na gut, weiter im Text. Hornliu, aber nur Level 3, so ein Mist. Vielleicht reicht es trotzdem für Level 14. Sollte eigentlich reichen. Aber gerade so, würde ich sagen. Ja, bisschen was war noch über, aber nicht viel. Auf Wiedersehen im Vertaniawald. Der nächste Ort ist Marmoria City. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Vielen Dank für den Tipp. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Das waren doch mal wieder hilfreiche Tipps. So, jetzt aber hoffentlich Pokémon Center oder Taubsi. Ja, ein Taubsi. Das wäre mal uns schnappen. Einen mini winzigen kleinen Kratzer. Ja. Und ein Pokéball. Endlich haben wir einen Taubsi. Gut, noch ist es nicht gefangen, aber ich bin optimistisch. Sehr schön. Neuer Eintrag im Pokédex. Es verschmäht den Kampf und verbirgt sich daher gerne im hohen Gras, wo es nach Nahrung in Form von kleinen Käfer-Pokémon Ausschau hält. Nee, auch hier kein Spitznamen und das Wort in den PC inne drin reingetan. So wird es zumindest Cult Mirror sagen. Nein, ihre Harry Podcasts.
So, Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte E-Punkte. Das ist gut zu wissen. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Ah, Rocco ist der erste Arena-Leiter, ich erinnere mich. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche mein Pipi dafür. Ich hätte eins, aber ich glaube, der tauscht nicht mit uns. Ich tausche Pokémon mit dem Kind dort drüben. Da ich zwei Pikachu besaß, konnte ich eins tauschen. Super. Hallo, schön dich zu sehen. Du bist unhöflich, du könntest mich auch begrüßen. Also, erzähl mir ein wenig von dir. Sag mir dein Profil. Erzähl mir etwas Gutes über dich. Wie lautet dein Profil? Ja. Ich bin groß in Pokémon. Ich bin... Gefühle. Ich bin Desaster in... fröhlich, Furcht, Gefahr, genießt, glücklich, großartig, gute Laune, heimel, langweilig, romantisch, das passt doch. Ich bin Desaster in romantisch, das ist mein Profil. Ja. Ich bin Desaster in romantisch. Dein Profil sagt wirklich etwas über dich aus. Oh ja, Spiel, oh ja. Da ich dich jetzt besser kenne, sind wir noch enger als zuvor befreundet. Dankeschön. So, da ist noch ein Pipi oder Pixi oder was auch immer. Es ist ein Pummelluff. Pup, Pupu. Ich kann nichts mehr machen, okay. Das wollte mich noch ansingen. Gähn. Von Pummelluffs Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Schnarch. Na gut. Dann heilen wir einmal noch die Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Rein damit alle. Na gut, dann müssen wir noch einmal auf den PC zugreifen. Jemandes PC. Gut, Pokémon ablegen. Ich frag mich, welches rausfliegt. So, also ich hätte direkt Pokémon bewegen sollen. Pikachu Level 3 ist gut, dann. Das hat auch Level 3. Egal. So, Pikachu behalten wir. Box nicht weiter bearbeiten. Nein. Immer verwirrend. Pokémon bewegen. So, das Taubsi nehmen wir auf jeden Fall mit in die Team-Pokémon. Ich hab's geschafft. Absetzen. Wunderbar. So, dann würde ich aber das sagen, was ich letzte Folge angedroht habe. Wir schauen kurz auf meine Pokémon. Die werde ich ein bisschen trainieren. Also das Glumanda werde ich nicht weiter trainieren, wenn es sich vermeiden lässt. Und hier Pikachu und Taubsi werde ich ein bisschen trainieren. Aber das mache ich in der Zwischenzeit. Genau, dass einfach das Gegrinden nicht so in der Episode drin ist. Und dass wir schön mit der Story oder zumindest mit der mit dem Fortschritt, mit der Progression im Spiel vorankommen. Die Episoden sind ja ein bisschen kürzer. Genau, aber dann würde ich tatsächlich sagen, hier inmitten des Pokéballs würde ich einmal sichern. Die Zeit, die jetzt dran steht, wird später natürlich nicht dran stehen, wenn ich hier ein bisschen trainieren gehe mit denen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sind für heute durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.